Bewegung und Sport als Treibstoff fürs Lernen. Bewegung und Sport sind für die jungen Burgenländerinnen und Burgenländer enorm wichtig und auch ein wichtiger Schwerpunkt in den burgenländischen Schulen. Im heurigen Jahr der Bildung wollen wir auf diesen Aspekt besonderes Augenmerk legen, sagte Landesschulratspräsident und Sportreferent Landeshauptmann Hans Nissel bei einem Pressegespräch in der Fußballakademie Mattersburg. Wie Bildung und Sport einander perfekt ergänzen, zeigen einige Initiativen und Schulen, die diese Faktoren erfolgreich vereinen. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich bei unserer gemeinsamen Pressekonferenz. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir heute bei der Fußballakademie Burgenland Gast sein können. Wir haben auch Vertreter der Fußballakademie hier, einerseits vom Verwaltungsbereich, vom Trainerbereich und natürlich auch vom Spielerbereich, und freue mich, dass diese Akademie sowohl in Österreich, aber teilweise auch international als Einrichtung, die herzeigbar ist, die Erfolge vorweisen kann, auch gemeinsam mit dem Land, mit dem SVM, auch mit der Stadt, mit dem Burgenländischen Fußballverband errichtet haben und auch betreiben können. Wir haben dieses Jahr 2016 zum Jahr der Bildung ernannt, und für mich gehört zu Bildung auch der Sport. Der Sport ist ein aus meiner Sicht wichtiger Schwerpunkt in unserem Bildungssystem, von der Elementarpädagogik beginnend bis hin zum tertiären Bereich ist Sport wichtig, weil Sport auch sehr viel zur Gesundheit beiträgt, und sowohl für den Breitensport als auch für den Spitzensport gibt es auch im Burgenland sehr gute und vor allen Dingen von engagierten Direktorinnen, Direktoren, aber auch Professoren, Pädagoginnen und Pädagogen, sportliche Einrichtungen, die sehr gute Arbeit leisten. Und ich habe eingangs auch ein bisschen über den Skisport gesprochen, weil jetzt letzte Woche die burgenländische Skisportwoche war. Da können wir auch sagen, dass 300 Burgenländerinnen und Burgenländer, überwiegend auch Schülerinnen und Schüler, Jugendliche, in Altenmarkt am Zauchensee waren. Diese burgenländische Skiwoche wird auch vom Land Burgenland, vom Landesjugendreferat unterstützt, um auch den Wintersport entsprechend abzudecken. Und es war nicht nur der Präsident, der sehr schwungvoll unterwegs war, sondern ich muss sagen, was mich besonders gefreut hat, war, dass ca. 150 Schülerinnen und Schüler sehr gut mit den Skien unterwegs waren, dass es auch hier gute burgenländische Skilehrer gibt, die mit viel Geduld, aber auch Kompetenz und Einsatz das Skifahren gelehrt haben. Ich bin auch sehr froh darüber, dass wir in verschiedenen Schulen Schwerpunkte setzen. Schwerpunkte, die, glaube ich, für den Sport wichtig sind, die auch den Spitzensport in entsprechender Form auch abdecken. Und ich denke, dass wir nicht nur hier in Mattersburg, und ich beginne vielleicht damit, diese Fußballakademie haben, die eine sehr moderne Sport- und Trainingsanlage für den Nachwuchs. Die besten Talente sollen im Fußball auf dem Weg zum Profisport unterstützt werden. Und ich glaube, es ist ein gutes Zeichen, dass von der Fußballakademie eine Reihe von Profis herausgekommen sind, aktuell auch herauskommen, die im Profifußball auch machen können. Und ich glaube, es ist auch eine wichtige und gute Kombination, dass diese jungen Fußballer die Möglichkeit haben, natürlich auch entsprechende Bildung zu erwerben. Die Kombination mit der Handelsakademie ist ebenfalls eine sehr, sehr gute, wo eben mit der Reifeprüfung abgeschlossen wird. Das wird Direktor Hackstock im Detail dazu Stellung nehmen. Eine Einrichtung, die wir ebenfalls, nicht nur diese Fußballakademie, gemeinsam mit dem Land Burgenland betreiben, ist auch das BSSM Oberschützen, das burgenländische Schule- und Sportmodell. Das ist auch eine sehr, sehr gute Einrichtung,
weil sie den leistungsorientierten Nachwuchssportlerinnen, die das Gymnasium Oberschützen besuchen, die Möglichkeit gibt, zum Spitzensport zu kommen. Da geht es nicht nur ausschließlich um den Fußball, sondern es gibt dort eine hervorragende Basisausbildung für die unterschiedlichsten Sportarten, und die individuelle Sportart wird dann natürlich bei den Vereinen und bei speziellen Fachtrainern fortgesetzt. Aber es ist auch immer beachtlich, ob das jetzt Radfahren ist, ob das Grasskifahren ist, ob das Basketball ist, aber auch Fußball ist. Es gibt dort immer wieder durch die ausgezeichnete Arbeit Spitzensportlerinnen und Spitzensportler, die diese Schule auch besuchen. Unsere Golfhack in Stegersbach ist ebenfalls eine Einrichtung für Jugendliche, wo neben der wirtschaftlichen Ausbildung in der Hack- und Handelsschule den Schülerinnen die Zusatzmodule Golf, Fußball, Volleyball, Street Dance zur Verfügung stehen. Die Golfhack in Stegersbach hat ebenfalls einen sehr guten Ruf, sowohl national als auch international. Und dieser Ruf, der kommt nicht von alleine. Einen guten Ruf muss man sich erarbeiten. Und bei all diesen Einrichtungen, die wir von Seiten des Landes mit unterstützen, ist das der Fall. Wir schauen uns das auch jedes Jahr sehr genau an. Wir versuchen auch hier einen entsprechenden Beitrag zu leisten. Und kann heute schon ankündigen, wir erstellen im Augenblick die Medaillenbilanz des Sportjahres 2015. Und das ist noch nicht ganz fertig, aber es wird eine Rekordbeteiligung werden, eine Rekordmedaillenbilanz werden. Und da werden wesentliche Voraussetzungen natürlich bei den Vereinen geschaffen, aber auch die schulische Ausbildung im Sport ist hier sehr wichtig. Wir leisten aber darüber hinaus von Seiten des Landes in über 40 Volksschulen ebenfalls einen Beitrag. Nicole Trimmel, unsere Kickbox-x-fache Weltmeisterin, Europameisterin, hat hier ein sehr gutes Modell auf die Beine gestellt, nämlich mit Vereinen zu kooperieren und Vereine einzuladen, in die Schule zu kommen. Wir leisten finanzielle Beiträge von Seiten des Landes an die Vereine. Nicole Trimmel schaut sich natürlich die Trainer an, sie ist in der Sportwelt zu Hause, kann beurteilen, ob jetzt ein Trainer Erfolg gehabt hat, eine Ausbildung hat oder das nicht der Fall ist. Wir legen Wert darauf, dass in unseren Schulen natürlich Trainer von Vereinen kommen, die eine entsprechende Qualität und auch Qualifikation haben. Und mit Urfit, so heißt dieses Projekt, in über 40 Volksschulen zu sein, ist eine Belebung. Und ich muss auch dazu sagen, wenn da der eine oder andere Mann dabei ist, ist das auch eine willkommene, oder auch Frau, muss man sagen, weil sie eben nicht vom Schulbetrieb herkommen, und in Kindergarten, Volksschule sind ja wahrscheinlich fast zu 95% Frauen tätig, und da ein bisschen eine Abwechslung zu bringen, ist auch oft Motivation für die Kinder, die dort für den Sport motiviert werden können, motiviert werden sollen. Wohin wollen wir uns entwickeln? Wir wollen im Burgenland noch mehr ganztägige Schulformen haben, weil es naheliegend ist, dass durch ganztägige Schulformen natürlich auch stärker die Möglichkeit besteht, die tägliche Turnstunde umzusetzen. Mir geht es da gar nicht darum, ob das jeden Tag die Turnstunde ist, sondern man kann ohne weiteres auch Blocken und Projektwochen im Sport durchzuführen. Wir haben das BSSM, das sogar im Ausland Trainingslager durchführt, also auch ein sehr, sehr guter Weg. Aber bei ganztägigen Schulformen ist das der Fall. Es werden von Seiten des Landes die ganztägigen Schulformen finanziell unterstützt, bis zu 18.000 Euro pro Jahr einzelner Gruppe, und wir unterstützen auch bis zu 9.000 Euro oder zweimal 9.000 Euro die Freizeitpädagogen in den Schulen und beziehungsweise auch Vereinsvertreter. Also wenn ein Verein, ganz gleich welcher Verein das ist, in einer Schule aktiv wird, dann gibt es von Seiten des Landes, es wird mit dem Bund gemeinsam finanziert, eben 9.000 bis zu 9.000
Euro. Und ich glaube, das ist eine Win-Win-Situation. Es bringt den Kindern und Jugendlichen etwas, wenn heute ein guter Trainer auch in der Schule ist, weil die Kinder motiviert sind, weil es ein gutes Training gibt oder eine gute Bewegungseinheit, wo das Spaß macht, wo es Abwechslung gibt. Und es bringt auch den Verein was, weil natürlich ein guter Trainer sieht, wen kann ich auch für meinen Verein mitnehmen, wie kann ich ihn vielleicht auch, das Kind, in meinen Verein integrieren. Also insofern ein breites sportliches Angebot. Ich habe diese Schulen, die heute hier anwesend sind, und die Nicole Trimmel auch deswegen eingeladen, weil ich sozusagen das erste Mal präsentieren möchte, welche gute Arbeit in diesen Schwerpunktschulen geleistet wird und wie wir versuchen, vom Land Burgenland hier in entsprechender Form unterstützend tätig zu sein. Und der Schulsport muss weiter belebt werden. Es müssen unsere Schwerpunktschulen entsprechende Rahmenbedingungen haben. Aber wir legen auch in Zukunft großen Wert auf Qualität. Unsere Sporthauptschulen, neue Mittelschulen, auch da wird es in Zukunft besondere Qualitätskriterien geben. Und vor allem dort, wo es um den Spitzensport geht, wo man junge Menschen an den Spitzensport heranführen will, ist natürlich Qualität ein ganz ein wichtiger Aspekt. Denn wie soll jemand Profifußballer werden, wenn er kein qualitätsorientiertes Training hat und nicht intensiv trainieren kann? Wie soll jemand vom BSSM in der Basketball-Bundesliga einmal mitspielen oder beim Grasskifahren Europameister werden, wenn dort nicht intensiv gearbeitet wird? Und wie soll jemand in der Golf-Hack eine gute Leistung in dieser Sportart bringen, wenn es nicht die entsprechende Ausbildung gibt? Und mit Urfit und der Nicole Trimmel versuchen wir schon im Grundschulbereich, also in der Volksschule, diese sportlichen Impulse zu setzen. Und ich darf mich auch abschließend wirklich sehr, sehr herzlich bedanken. Ich verfolge das natürlich seit vielen Jahren immer wieder mit, ob das das Gymnasium Oberschützen ist, wo hervorragende Arbeit geleistet wird. Und ich sage das nicht, weil die Direktorin und der zuständige Experte anwesend sind, Professor anwesend ist, sondern weil sich das wirklich im Laufe der Jahre den Eindruck habe. Ja, falsche Komplimente im Sport zu machen ist nicht angebracht, weil im Spitzensport die Leistung zählt und da kann man nicht schönreden oder krankjammern. Das sind die Fakten. Die Fußballakademie und die HAK hier auch nicht nur optisch beste Bedingungen, sondern da wird versucht, einerseits durch den Direktor der HAK, der ja auch ein ausgewiesener Fußballexperte im Burgenland ist, zu den anerkanntesten Persönlichkeiten in dem Bereich auch zählt, sondern der eben sein Wissen einsetzt, wie kann ich das Training ideal verknüpfen mit dem Bildungsbereich, wie kann man gute Rahmenbedingungen schaffen. Und ja, da hat es in der Vergangenheit auch die eine oder andere, ich rede von Jahren zurück, Diskussion gegeben, aber ich bin überzeugt, dass sich da einiges zum Positiven verändert hat und wir auf einem sehr, sehr guten Weg sind und da muss man sowieso ständig weiterarbeiten. Golfhack in Stegersbach, auch nicht einfach im südlichen Burgenland einen entsprechenden Schwerpunkt zu setzen, aber gerade durch diesen Schwerpunkt hat diese Schule auch überregionale Bedeutung und hat ein Einzugsgebiet, das deutlich über das Burgenland hinausgeht. Und das ist eigentlich die beste Werbung, dass ich sage, es kommen nicht nur Schüler aus der Region, sondern auch weit außerhalb der Region. Und das ist eigentlich bei diesen Bildungseinrichtungen bei allen der Fall, dass das nicht nur sehr regional ist, sondern dass es deutlich überregional ist, dass es über Landesgrenzen hinausgeht. Und das spricht auch in Stegersbach für die Qualität. Ja, und die Nicole Trimmel, die als absolute Top- und Spitzensportlerin jetzt nach ihrer Verletzung wieder hart und intensiv an ihrem Comeback arbeitet und genauso hart arbeitet sie bei uns in der Sportabteilung im Land und hat dieses Projekt, das ist herzeigbar, auch in Österreich, dass man da deutlich über 40 Schulen motiviert mit Trainern, die extern kommen. Und den Weg werden wir noch weitergehen. Ich glaube, das ist auch die Herausforderung, Vereine und Schulen noch enger miteinander zu verbinden. Nochmal danke für dieses Engagement in den Schulen. Landesschulrat hat hier großes Verständnis, dass
die Voraussetzungen und Werteinheiten. Da gibt es natürlich immer wieder Diskussionen, aber das muss auch sein. Aber im Wesentlichen funktioniert das sehr, sehr gut, auch die Zusammenarbeit mit dem Landesschulrat. Also insofern ist das durchaus herzeigbar. Danke. Einen schönen guten Morgen für den Landesschulrat für Burgenland, und ich möchte mich hier kurz halten, damit auch die Schulen dementsprechend sprechen können. Ist Bewegung, Sport, Gesundheitserziehung eines der wesentlichen drei Teilbereiche, auf die wir unseren Schwerpunkt schon seit einem Jahr gesetzt haben. Es geht ja nicht nur um den Spitzensport, es geht natürlich auch um eine breite Basis, um junge Leute auch für diese Spitzeninstitutionen heranzubilden und erkennen zu können. Daher ist es ein wesentlicher Bereich, wo wir sehr viel auch tun. Es gibt zwei Dinge, die wir neu machen. Das erste, wir haben einen burgenländischen Schulsportbericht fertig, der jetzt im Februar auch herauskommt und den wir veröffentlichen werden, weil einfach in den burgenländischen Schulen insgesamt, von der Volksschule beginnend bis zu den maturaführenden Schulen, sehr viel an Landeswettbewerben, Bundeswettbewerben, Schulwettbewerben stattfindet, die umgesetzt werden und die natürlich auch sehr viel an Leistung der Kolleginnen und Kollegen erfordern, damit das überhaupt gemacht werden kann und damit Schüler und Schülerinnen zu diesen Leistungen fähig sind. Das Zweite, an dem wir arbeiten und das wir dieses Jahr umsetzen werden, ist ein Schulsportkatalog, wo sich Schulen aussuchen können, welche Vereine, welche Menschen ihnen im Sportbereich helfen können. Das versuchen wir dieses Jahr auch umzusetzen, sodass es nächstes Jahr dann schon leicht ist, gewisse Vereine hereinzuholen und mit, in dem Fall Nicole Trimmel zum Beispiel, zu kontaktieren und dann zu sehen, wie kann ich am besten das in der Schule umsetzen. Im pädagogischen Bereich muss ich auch Erfahrungen wiedergeben, die ich aus meiner Vergangenheit habe. Sport und Bewegung ist auch Persönlichkeitsentwicklung. Das heißt, es ist irrsinnig wichtig in der Umsetzung unserer pädagogischen Ziele im Schulwesen, weil Sport immer persönlichkeitsfördernd ist. Und ich kann mich an die Diskussionen erinnern, ich war Matura-Vorsitzender der ersten abschließenden Matura-Klasse der Fußballhandelsakademie in Stegersbach, und man merkt, die einzelnen Schülerinnen und Schüler sind, wenn es um Leistung geht. Und eines muss ich auch gleich ausräumen, die Leistungen jener, die Spitzensport betreiben und zu einer Matura antreten, sind keinesfalls schlechter als Leistungen anderer Schülerinnen und Schüler, eher besser, weil sie sehr fokussiert auf das Ziel gehen und Leistung etwas für sie ist, was innerhalb ihres Sportbereichs sehr viel zählt. Das heißt, wir haben ja ausgezeichnete Schülerinnen und Schüler, die pädagogisch gut betreut werden, die von Kolleginnen und Kollegen, die aus dem Sportbereich kommen, auch weiter betreut werden, dass hier die Spitzeninstitutionen besuchen. Wir tun hier sehr viel. Es gibt jede Unterstützung des Landesschulrates in diese Richtung. Sport ist für uns wichtig, das hat auch mit uns zwei zu tun, da wir beide aus dem Sportbereich kommen und gesehen haben, wie wesentlich das auch insgesamt ist, wenn man sein Leben meistern will und gesund sozusagen auch durchs Leben gehen will. Also Sport ist uns wichtig. Wir tun sehr viel. Das Burgenland ist aufgrund seiner Größe hier sicher österreichweit ganz vorne dabei. Auch aufgrund unserer geografischen Lage tun wir uns bei gewissen Sportarten auch etwas leichter, die wir umsetzen können. Und dann möchte ich jetzt die Schulen zu Wort kommen lassen, die mit dem Spitzensport im Burgenland auch sehr viel zu tun haben. Nur eine kleine Korrektur des Nachtschifffahren. Gestern am Eis habe ich mir gedacht, das ist nicht mehr ganz gesund. Gut, in dem Zusammenhang möchte ich mich gleich für die Unterstützung von Seiten des Landeshauptmanns und vom Präsidenten des Landesschulrats recht herzlich bedanken, dass unsere ganz besondere Schulform, die es in Oberschützen, am Gymnasium Oberschützen gibt, so gut unterstützt wird. Denn ohne die Unterstützung könnten wir dieses Programm auf diese Art und Weise, abgestimmt auf für unsere Leistungssportlerinnen und Leistungssportler, nicht anbieten. Das Gymnasium Oberschützen beherbergt den Leistungssportzweig und auch den Verein BSSM. Wir stellen den Nachwuchssportkompetenz, das Nachwuchssportkompetenzzentrum des Burgenlandes dar, und als solches versuchen wir, den Leistungssport an alle Schülerinnen und Schüler zu bringen, die die körperlichen, geistigen und mentalen Fähigkeiten besitzen, eine doppelte Ausbildung, eine duale Ausbildung gleichzeitig zu schaffen. Und hier kommt meine Aufgabe ganz besonders zu tragen, und zwar habe ich die Aufgabe, diese
Doppelgleisigkeit, diese berufliche Doppelgleisigkeit, wenn Sie so wollen, entsprechend so zu gestalten nach sportwissenschaftlichen Erkenntnissen, dass alle Spitzensportlerinnen und Sportler entsprechend einerseits maturieren können, sich auf ein Studium, auf einer Universität und einer Fachhochschule vorbereiten und gleichzeitig aber ihre Entwicklung im Spitzensport, und hier spreche ich nicht nur von Fußball, das natürlich eine hervorragende Stellung einnimmt, aber auch alle anderen Sportarten, die durch die Vereine bei uns beheimatet sind. Wir haben ausgezeichnete Erfolge und unsere Spitzensportlerinnen und Sportler müssen natürlich gleichzeitig maturieren und nicht nur sich weiterentwickeln und im Spitzensport ihre Leistungen bringen und an Wettkämpfen teilnehmen. So haben wir aufgrund der Erkenntnisse der Sportwissenschaft entsprechend den Tagesablauf unserer Sportlerinnen und Sportler gestaltet. Das heißt, die Schule bietet weniger Wochenstunden der Schule an. Das bedeutet, die Wochenstunden sind auf 5 Jahre ausgedehnt, was ganz besonders die Möglichkeit bietet, auch im Haus Trainingseinheiten am Vormittag abwechselnd mit Lernzeiten, Ruhezeiten, Trainingszeiten, Schulzeiten entsprechend den Tag über zu gestalten. Es hat sich als sehr vorteilhaft herausgestellt, dass wenn Sportler in der Früh mit einer Trainingseinheit beginnen, und es gibt ja verschiedene Aspekte des Sportes, die allen Sportarten gleich sind, wie zum Beispiel Stabilisation und Koordination und Ausdauer, das brauchen sie alle, das findet bei uns im Haus statt, sportartenübergreifend, und dass sie dann auch eine, wenn sie dann in die Lernzeit gehen und in die Schulzeit, dass sie dann auch entsprechend aufmerksam sind und gesamt die Organisation ihres Lebens mit all dem Sport, den sie natürlich auch mit den Wettbewerben managen müssen, schaffen. Wir kommen den Maturantinnen und Maturanten sehr entgegen. Sie müssen sich vorstellen, dass die Sportlerinnen und Sportler mit dem Alter gegen Ende der Ausbildung bei uns natürlich körperlich am weitesten entwickelt sind, dass sie dann auch die meisten Erfolge im Normalfall schaffen, sofern nicht irgendwelche Verletzungen das einschränken. Aber gleichzeitig müssen sie auch maturieren. Und hier versuchen wir als Schule auch entsprechend Unterstützung zu geben. Das bedeutet, wir beginnen zum Beispiel mit der vorwissenschaftlichen Arbeit mit den Sportlern schon ein Jahr früher. Das heißt, das Prozedere der Themensuche, der Literatursuche und auch des Schreibens beginnt ein Jahr früher. Sie haben somit ein Jahr länger Zeit, diese vorwissenschaftliche Arbeit fertigzustellen, damit wir gewährleisten können, dass sie das auch entsprechend gut schaffen. Sie bekommen auch die Möglichkeit, Ihre Matura im letzten Jahr dann aufzuteilen. Sie können bis zu 2 Gegenstände im Herbst schon vorgezogen maturieren und machen dann praktisch im Haupttermin im letzten Jahr dann nur mehr die Klausuren und den Rest der mündlichen Prüfungen, die übrig bleiben, da Sie ja gleichzeitig in den Wettkämpfen international teilnehmen. Und dadurch schaffen wir es, wirklich die Unterstützung entsprechend an unsere Sportlerinnen und Sportler zu bringen. Und der Erfolg, der spricht für sich. Ich möchte das Wort an meinen Sportkoordinator, Kollegen Buchers, weitergeben. Danke. Ja, danke schön. Ich darf kurz über die Besonderheiten des burgenländischen Schul- und Sportmodells berichten. Wir sind hier als Landesmodell des Landes Burgenland Partner der Landesfachverbände, Partner der Bundesfachverbände. Das heißt, die Schüler, die zu uns kommen, sind bereits oder die meisten sind bereits im Nachwuchsleistungssport verankert und sollen im BSSM jede Woche an Besonderheiten ihrer Sportart beziehungsweise an die Rahmenbedingungen ihrer Sportart herangeführt werden. Das heißt, es wird mit Hilfe von Sportwissenschaftlern, die wir im Modell haben, in Absprache mit den Spartentrainern, Fußball, Basketball, Volleyball und so weiter, werden Module entwickelt, wo die jungen Talente entsprechend ihrer Sportart, entsprechend der Inhalte in diesen Modulen unter sportwissenschaftlicher Leitung verbessert werden sollen.
das nationale oder sie sollten ans nationale Niveau, wenn möglich ans internationale Niveau herangeführt werden. Das ist natürlich im Leistungssport, in manchen Sportarten während der Schulkarriere noch nicht möglich. In den Nachwuchsbereichen sind sie eigentlich, sind manche schon im Top-Bereich tätig. In manchen Bereichen kommt das erst eigentlich nach ihrer Matura. Eine wesentliche Neuerung im burgenländischen Schul- und Sportmodell ist im Jahr 2011 unsere Rolle im österreichischen Sport. Und zwar hat im Jahre 2011 das Sportministerium ein Interaktionsmodell Nachwuchsleistungssport Österreich entwickelt, hat sich auf die einzelnen Landesebenen, das BSSM in Burgenland, die Südstadt in Niederösterreich, Stams in Tirol, und hat daraus ein Netzwerk geknüpft mit sehr, sehr genauen und strikten Vorgaben. Wir sind also quasi als Landesmodell in einem Netzwerk von Nachwuchsleistungssportmodellen Österreichs eingebunden und zurückgekommen, oder unsere Rolle stellt sich jetzt dar im Jargon des Sportministeriums, dass wir Nachwuchskompetenzzentrum des Landes sind und in dieser Rolle uns weitergehende Aufgaben zugeordnet wurden. Unter anderem haben wir zu machen, dass die Talente des Burgenlandes erfasst werden, wiederum in Absprache, in Kontakt mit den Sportfachverbänden, sodass wir hier im Großen und Ganzen über alle Sportarten Nachwuchsleistungssportler im Burgenland erfassen und diese an das Sportministerium weitergeben können. Die Auflagen sind sehr strikte. Wir haben also neben den Dingen, die wir mit den Sportlern machen, im Bereich der Sportmedizin, im Bereich der Sportpsychologie, im Bereich der Ernährungsberatung eigentlich sehr, sehr strenge Vorgaben, die wir bereits vorher zwar auch erledigt haben, aber die jetzt ganz genau definiert sind und ohne die wir in Zukunft nicht mehr auskommen können. Wichtig vielleicht für unsere Entwicklung im BSSM, wir hängen auch von der positiven Entwicklung der Sporthauptschulen ab. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Faktor, dass mit der Verbesserung der Sporthauptschulen mehr Schüler, Schülerinnen an die Vereine kommen und mit dieser Bindung an die Vereine auch der Leistungsgedanke da bleibt, wiederum zurückführend als Zugpferd für die Bewegung, die ganz wesentlicher Bestandteil der Gesundheit sein sollte. Für die Fußballhack Mattersburg danke dem Land Burgenland zum Bekenntnis zum Spitzensport, einem Sport, der unseren Captain des Nationalteams Christian Fuchs auch hier an der Schule beherbergt hat. Mitunter kann ich es sagen, war er mit ein Grund, diese Idee einer berufsbildenden Schule, eben einer Hack, so weit zu führen, dass man sowohl den Spitzensport, Fußball, die Wirtschaft begreifen kann und ein Verständnis dafür bekommen kann, und das ist das ganz Besondere im Fußballmodell Mattersburg, auch entsprechend Hochschulreife und eben Berufsreife zu erlangen. Das zu vereinen bedingt einerseits eine gute Zusammenarbeit mit der Burgenländischen Fußballakademie, der sportlichen Leitung mit Herrn Fütze und der Geschäftsführung von Herrn Magister Oliver Snurer, wo oder in Verbindung dieser Akademie es dann für mich als Schulleiter gilt, für die Schüler 25 beginnen alljährlich eben ein Optimum von sportlicher Belastung, schulischer Belastung im Verhältnis Anspannung, Entspannung zu finden. Wie zeigt sich das konkret? Der Landesschulratspräsident hat die Fokussierung des Spitzensports angesprochen. Ich darf den
Sven Spranger herausnehmen, der voriges Jahr bei uns maturiert hat mit, und das kann ich bestätigen, gleichen Leistungen wie seine Kolleginnen und Kollegen in der Schule. Er hat jetzt um diese Zeit, um Weihnachten, ein Gespräch mit dem SV Mattersburg gehabt, mit Sportdirektor Lederer, Trainer Vastic, seinen Eltern, der Schulleitung, und es wurde klar herausgearbeitet, die Matura hat für Herrn Spranger Vorrang. Sie können das beobachten, er ist dann im Mai, im Aufstiegsjahr des SVM, wirklich mehr oder minder erst eingetauscht worden, weil er eben die Matura vorangestellt hat und ist heute wieder am Weg, Stammspieler zu sein. Das heißt, vielleicht auch im Anschluss an Oberschützen im Fußball haben wir Sportler, die bereits im Profibetrieb einsteigen, wenn sie auch bei uns im Schulbetrieb sind. Im Moment sind es die Jan-Julius Erdeltaler, der ja schon ein Debüt feiern konnte in der Bundesliga, und der Christoph Leitgeb, der bereits auch am Trainingslager in Portugal mit war. Das zu ermöglichen, die Fußballer dorthin zu führen, dass sie daneben auch das Verständnis für die Wirtschaft haben, das gelingt hier bei uns wirklich, in meinem Empfinden, noch sehr, sehr gut. Und es ist ein Weg, der dorthin führen soll, dass diese burgenländische Fußballakademie in der Verbindung mit dem Fußballmodell an der HAK Mattersburg durchaus internationalen Vergleich nicht scheuen muss, aufgrund der kurzen Wegzeit. Das heißt, wenn ich Wien, die Wiener Austria, und da kenne ich mich aus, und Rapid nehme in ihrem Schulmodell, so ist es nicht in einem Hause vereint. Das heißt, unsere Schüler haben im Moment, sie sitzen da jetzt dislozierten Unterricht, das heißt, Dienstag, Mittwoch wird hier in der Akademie für unsere Schüler auch der Theorieunterricht abgehalten, damit sie, und wenn sie angereist sind, haben sie sicher auch schon die erste Trainingsgruppe gesehen, das verwirklichen können, was auch in Oberschützen passiert, entsprechende Koordinations-, Stabilisationsübungen, respektive auch im ausgeruhten Zustand Technikübungen. Die Anlage hierzu ist angetan, das zu tun, und auch bei uns sind selbstverständlich Lehrer, zum Teil Trainer, und das ergänzt sich sehr, sehr gut. Ich glaube schon, dass in diese Richtung hin Mattersburg in Österreich einen einzigartigen Stand hat, was jetzt das Schulmodell mit der Verbindung zur burgenländischen Fußballakademie beinhaltet. ...1998 begann in Stegersbach der Startschuss für die Golfhack Stegersbach mit einer neuen Ausrichtung, wo eigentlich der Spitzensport Golf in die Schule implementiert werden sollte. Seitdem sind unsere Schülerinnen und Schüler aktiv im Golfsport tätig, und die Ursprungsbedenken, dass das gar nicht gehen kann, 5 Jahre Handelsakademie und eine professionelle Sportausbildung zu machen, ja, diese Bedenken sind aus dem Weg geräumt worden. Wir haben durch eine perfekte Abstimmung es geschafft, den Schülerinnen und Schülern, die leistungsmäßig sehr viel unterwegs sind, auch die Möglichkeit zu geben, an einer berufsbildenden Schule zu maturieren. Wir haben Sportler, die im Jugendnationalteam spielen. Wir haben Schülerinnen und Schüler, die aus Österreich kommen, die aus Deutschland kommen, aus Italien kommen. Wir haben Schüler, die aus Südkorea bei uns waren. Und es ist natürlich für die Lehrerinnen und Lehrer eine pädagogische Herausforderung, Schüler zu betreuen, die 2 bis 3 Wochen hintereinander gar nicht in der Schule sind, weil sie auf Trainingslager mit dem Nationalteam sind. Aber wir haben es geschafft, und ich glaube, durch die perfekte Zusammenarbeit mit den Lehrern, mit dem Land und dem Landesschulrat, können wir die Schülerinnen und Schüler, auch die Spitzensportler, zu einer reifen Diplomprüfung führen. Wir haben dann am Campus Stegersbach die sportliche Ausbildung sehr forciert und sind jetzt durch die Zusatzausbildungen im Bereich Sport, Fußball, Golf, Streetdance und Volleyball
bei einer Schülerzahl, die den Höchststand erreicht hat, und 50% aller Schülerinnen und Schüler sind bei uns in der sportlichen Ausbildung. Und die Zusatzbelastung, vielleicht müssen wir das auch noch kurz vorstreicht, für die Golferinnen und Golfer betragen ungefähr 10 Stunden pro Woche, wo sie zusätzliches Training haben neben der normalen Schulausbildung. Im Bereich Fußball und Volleyball sind es 4 bis 6 Stunden, wo sie zusätzliche Trainingseinheiten haben. Und bei uns maturieren alle Schülerinnen, egal ob sie im Sportzweig sind oder im Normalzweig sind, innerhalb der vorgesehenen 5 Jahre. Ja, die Arbeit ist sicher eine Herausforderung und ich möchte mich dank der Unterstützung anschließen. Ohne zusätzliche Unterstützung von Landesschulen und von Landesschulen wäre es für unsere Schüler gar nicht möglich, diese Zusatzausbildung und diese sportliche Ausbildung zu haben. Nun sind wir bei Urfit angelangt, an der Basis, ja, dort wo alles beginnt, und zwar in der Volksschule. Das heißt, unsere Zielgruppe sind die 6- bis 10-Jährigen. Und wir haben dieses Projekt gemeinsam mit dem Landeshauptmann Hans Nissl 2008 ins Leben gerufen. Und bei Urfit geht es vor allem um den Spaß und der Freude an der Bewegung. Wir wollten damals was Zusätzliches und vor allem etwas Nachhaltiges schaffen. Und das ist uns sicherlich und auf jeden Fall gelungen. Und man liest immer wieder, man hört immer wieder, ja, alarmierende Studien über den Gesundheitszustand der Kinder, adipöse Kinder, Fettleibigkeit, Stoffwechselerkrankungen, Haltungsschäden. Und das war natürlich auch für uns der Auslöser, um hier einen richtigen Schritt zu tätigen. Und die gute Nachricht ist, meiner Meinung nach ist Sport und Bewegung eines der wirksamsten Medikamente, die wir zur Verfügung haben. Und noch dazu ist es auch noch gratis. Man muss es nur tun, ja, und da kann sich ja nicht jeder von uns natürlich an der Nase fassen, ja, damit er es täglich tut. Und wenn wir es den Kindern schon im frühen Alter vermitteln, Spaß und Freude an der Bewegung zu haben, dann haben wir da schon wirklich gewonnen und dann gelingt es uns, die Kinder wirklich lebenslang an den Sport zu binden. Urfit ist ein Erfolg, weil wir qualitatives Personal einsetzen. Das heißt, wir kooperieren hier mit den lokalen Sportvereinen, die ausgebildete Trainerinnen und Trainer in die Schule schicken, die motiviert sind, ja, und die natürlich dieses Riesenengagement, das sie auch im Spitzensport haben, ja, zu den Kindern in die Schulen bringen. Und für mich als Projektleiterin gibt es nichts Schöneres, als wenn man natürlich in die Schule geht und irgendwo in die funkelnden Augen der Kinder schaut und man wirklich erkennt wird, welchen Spaß und welcher Freude die da dabei sind. Urfit ist mittlerweile ein wichtiger Bestandteil der Nachmittagsbetreuung an 47 Volksschulen im Burgenland. Es sind ca. 55 Trainerinnen und Trainer mit einer sehr hohen Männerquote, sage ich mal, auch dabei. Aber natürlich haben wir auch sehr viele weibliche Trainer, die hier wirklich hervorragende Arbeit leisten. Und für mich was ganz Entscheidendes ist, der menschliche Körper ist nicht das schönste Geschenk, das wir bekommen haben, sondern wir müssen es nur pflegen, denn jeder von uns hat ein Auto und mit unserem Auto fahren wir regelmäßig in die Werkstatt, lassen es warten, lassen es reparieren, schauen, dass die Bereifung stimmt, füllen den richtigen Treibstoff rein und genauso wie wir mit unserem Pkw verfahren, sollten wir das natürlich auch mit unserem eigenen Körper machen. Und wenn wir dieses Tun oder diese Art der Pflege unseren Kindern beibringen können, dann haben wir schon einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Und dadurch haben die Kinder auch eine Chance, wirklich auch gesund zu sein und einen gesunden Lebensstil und vor allem einen sportlichen Lebensstil zu leben. Ja. Und Urfit kann dieses Jahr auch weiter ausgebaut werden. Wir freuen uns, dass wir durch die neuen Vereinbarungen der 15a hier zusätzliche Mittel haben und auch dieses Projekt hier wirklich flächendeckend irgendwann einmal im Burgenland haben können. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank. Wir bitten um die Fragen.